Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Friends Apache is back mit Kapitel 3 von Too Sad to Disco. Wir sind, glaube ich, alle gespannt bis jetzt. Durchwachsen. Viele Songs, was heißt viele Songs? Es sind jetzt erst 6 rausgekommen, aber ich hatte das bei guter Hälfte der Tracks, dass man die tatsächlich des Öfteren hören musste, um sich darauf einzulassen, bis man einige Hooks und Melodien vielleicht mehr gefeiert hat. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie es hier ist. Wir haben jetzt hier Thunfisch und Weinbrand. Gestern Thunfisch gegessen. Underrated. Nicht zu viel, auch ein bisschen schlecht für Umwelt und Überfischung und so. Aber Thunfisch manchmal auch auf Pizza. Lecker, lecker. Ist ein kleines Lecker-Schmecki, Freunde. Ich würde sagen, wir hören rein direkt. Kapitel 3 ist jetzt raus. Wir werden uns den dritten Song... warte. Thunfisch und Weinbrand ist ein Song. Jetzt haben wir Rhythm of the Night noch und schrei jetzt einzelne Songs. Alright. Ich bin sehr, sehr gespannt. Sehr vielseitiges Album. Wie gesagt, nicht 100% mein Taste getroffen immer bis jetzt. Aber man weiß nie, was man erwarten kann. Das liebe ich, wenn man so eine Einstellung in einen Song reingeht. Keine Ahnung, was mich erwartet. Es könnte was ganz Verrücktes werden. Es könnte was Ähnliches werden wie letztes Mal. Man weiß es nicht. Aber ich bin sehr gespannt, Freunde. Wir hören rein. Link zum Original in der Beschreibung. Let's go. Hat er verdient wie... Woher ist das nochmal? Achso, von, genau, Wodka. Ist Wodka. Und immer wieder, wenn der Wodka in meinen Schädel knallt. Auch öfter gehört. Mega geiles Lied. Geil. Ich höre in letzter Zeit oft zum Einschlafen so Piano, Piano-Melodien. Aktuell immer von BTS, Piano-Playlist. Dann sind einfach BTS-Songs in Piano gespielt mit Regenhintergrund. Ich schlafe wie ein Baby. Ich werde so in den Schlaf gewogen wie so ein Baby. Da, der Hund hat auch direkt die Thunfischdose von Ja. Nee, ist nicht die von Ja. Schade, hatte ich gestern. Bro, holy shit! Was? Okay, das hört sich jetzt gerade aktuell an, so ein bisschen wie in so eine rockige Richtung fast schon. Damit habe ich gar nicht gerechnet, mit so einem Einstieg. Noch mal ganz. Ich komm von Thunfisch und Weinbrand. Holy shit, Mann. Von Blockjungs verurteilt zum Scheitern. Zu tausend Fans stehen vor der Einfahrt. Das ist eine coole Voice Range, die er hat. So dieses tiefe, kratzige und dann das hohe. Hier geil eingesetzt. Und ihr rappt jetzt in eurer Freizeit. Wow. Fünf Jungs allesamt im Daimler. Holy shit. 10 Dopey-Flaschen im Eisfach. Es gefühlt eine ganz neue Stimmlage von Apache. So noch nicht gehört bis jetzt. Tausend Fans stehen vor der Einfahrt. Geil. Ich lebe eure Videos oh. Im Alltag. Geil, geil, ich liebe dieses Geschrieene. Welches Auto kaufe ich mir als nächstes, bin am Hadern. Auch allein schon, ich lebe eure Videos im Alltag. Hab dieses Spiel schon durchgespielt, ich glaube, ich kaufe ein Fahrrad. Gedanken auf dem Rücksitz eines Maybach durch die wunderschöne Kartenstadt. Oh, hier die High Notes geil eingesetzt bis jetzt. Nicht so dieses übertrieben hohe und 24-7 einfach so hoch singen, wie es geht und mit 80 Effekten drauf. Hier bis jetzt angenehm eingesetzt. Getönte Scheiben, ich bin so verkatert, Mann. Halt kurz an wegen einem Jungen, dessen Vater starb. Gib ihm einen lila Nen, als wär ich Vater starb. Yeah. Ey, Mutter und Mutter in Gott. Ey, ich weiß nicht. Yeah. Es ist wahrscheinlich nicht darauf bezogen, aber in dem Moment, wo er sagt, als wäre ich Vaterstaat, gibt der Junge, der nichts hat, dem Reichen quasi den 500er zurück oder gibt ihm den 500er. Was ja quasi auch, das wird jetzt sehr überspitzt und sehr hochgeschaukelt ausgedrückt, so dieses System ist so, ey, egal wie arm du bist so mäßig, du musst im Endeffekt immer noch hier GZ, Steuer, blablabla, bla bla, alles hergeben. Ey, Mutter und Mutter in Gottes Namen, du sagst mal, dass Geld uns nicht glücklich macht. Ich hab mich gefragt, wie man sowas sagt, wenn man nie welches hat. Bro, ja, ey, heftig bis jetzt. Sehr, sehr heftig bis jetzt. Dieser Real Talk verbunden mit diesem
ja, einzigartigem Soundbild bis jetzt. Ich kann es gar nicht beschreiben. Das Geld uns nicht glücklich macht. Ich hab mich gefragt, wie man sowas sagt, wenn man nie welches hat. Ketten um mein Hals, schnelle Autos fahren, Backstage voll mit Stars, 70.000 Bar. Deine These hat mir nie gereicht. Ich bring uns nur kurz den Beweis. Ich komm von Thunfisch und Weinbrand. Von Blockjungs verurteilt zum Scheitern. Ich liebe diese Stimme in der Hook. Also das, was ich wirklich bei den anderen Songs im Gegenteil hatte, dass ich die Stimme gar nicht mochte, gar nicht drauf klarkomme, auf dieses extrem hohe, das komplette Gegenteil jetzt. Ich liebe diese Stimmlage. Zu tausend Fans stehen vor der Einfahrt. Und hier das hohe geil eingesetzt. Ihr rappt jetzt in eurer Freizeit. Fünf Jungs allein im Daimler. Holy shit. Auch geil im Musikvideo dargestellt. Man kann bei Apache immer so viel reininterpretieren und so viel rauslesen. Dem Daimler. Jetzt verpissen sich die ganzen Hobby-Rapper so, weil Apache da ist. Doch irgendwann fühlt man sich einsam. Oh, sie jagen ihn, okay, sie jagen ihn. Ich komme heim, trag 1000 verfickt. Bro. Woher ist das schon wieder, Mann? Ey, ich komme so durcheinander mit den Songs. Heim, trag 1000 verfickte Euro Bargeld in blauen Säcken nur für eine Show. Red nicht von Hype, mach bitte Pause, halt deine Luft an, denn je... Ey, wie er lächelt, wie er so einen Arm hinter dem Rücken hat, so auf Count Dooku angelehnt und dann so lächelt. Nice. Show, red nicht von Hype, mach bitte Pause, halt deine Luft an, denn jeder weiß, du lügst in all deinen Songs. Ich komme heim. Oh, ey, aber auch hier, finde ich, ist das angenehmer vom Soundbild einfach hier. Auch hier sind viele Effekte drauf gewesen auf der Stimme, aber es ist einfach angenehmer umgesetzt worden, in my opinion. Jeder weiß, du lügst in all deinen Songs, ich komme heim. So viele A&Rs am Blasen, Mailbox voll, ich hab keinen Kopf, geht nicht von heim. Wir zeigen mal die Luft an, denn jeder weiß, du lügst in all deinen Songs. Wie kann man irgendwas bei Apache noch predikten? Wie kann man sagen, ja, ich habe ein Gefühl, so ein Song kommt raus? Bullshit, kann man nicht. Er macht das, was er will und er überrascht uns jedes Mal. Selbst wenn man weiß, dass man was Überraschendes zu erwarten hat, überrascht er einen. Fuck shit, keine Zeit für Büro. Halt mal die Luft an, denn jeder weiß, du lügst in all deinen Songs. Fuck shit, keine Zeit für Bürokratie, schon zweite Mahnung wurde geblitzt. Leichte Mädchen und schwere Jungs, nur ein bisschen Party und ein bisschen geil, Sausen. Geiler Change. Doch am Ende des Abends, da fahr ich nach Mannheim. Ey, keine Ahnung, woran's liegt. Vielleicht sind es ihre blauen Augen. Es ist nie zu spät, sagt man immer dann, wenn es meistens viel zu spät ist. Ey, ja auch. Ich liebe die Art und Weise, wie er immer dasselbe erzählt, in Anführungsstrichen. Also nicht, dass es immer der gleiche Text ist, aber dass es so dieselbe Thematik ist, dass man weiß, okay, es ist ein Apache-Track, so vom Textlichen her. Aber trotzdem sich alles so unterschiedlich anhört, so unterschiedlich aussieht, so unterschiedlich umgesetzt wird. Frag mich, wie es mir geht, ob ich noch kann. Ich denke an sie, fühle mich eklig. Ich hab mich so gefreut, wollte sie als meine Frau, bevor man sich so dermaßen enttäuscht hat. War ich ihr nicht treu, weil ich ihr nicht trau, oder trau ich ihr nicht, weil ich ihr nicht treu war? Oh, ey. Warte ganz kurz nochmal. Frag mich, wie es mir geht, ob ich noch kann. Ich denke an sie, fühle mich eklig. Ich hab mich so gefreut, wollte sie als meine Frau, bevor man sich so dermaßen enttäuscht hat. War ich ihr nicht treu, weil ich ihr nicht trau, oder trau ich ihr nicht, weil ich ihr nicht treu war? War ich ihr nicht treu, weil ich ihr nicht trau, oder war ich ihr nicht treu, weil ich ihr nicht trau? Ich komm von Thunfisch und Weinbrand. Oh. Von Blockjungs verurteilt zum Scheitern. Zu tausend Fans stehen vor der Einfahrt. Und ihr rappt jetzt in eurer Freizeit. Fünf Jungs allesamt im Daimler. Er hat einfach Mowgli mitgenommen, einfach Mowgli eingepackt. Die Flaschen im Eisfall, tausend Fans stehen vor der Einfahrt. Doch irgendwann fühlt man Volkan. Sich einsam. Irgendwann fühlt man sich einsam. Hit ist einfach ein Hit. Thunfisch und Weinbrand, Hit. Bis jetzt Hit, 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 Hit. Bro, das ist bis jetzt wirklich von allen Songs, die ich gehört habe vom Album, der mich am ehesten so doll gecatcht hat. Gutes Product Placement an dieser Stelle auch. Passt. Geil. Ich finde diesen apokalyptischen Zukunfts-Endzeit-Vibe auch geil.
Freunde, kommen wir zum kleinen großen Mini-Fazit. Bis jetzt wirklich von allen Songs des Albums und hier von Kapitel 1 logischerweise von Kapitel 3 der erste erst, der mich am ehesten direkt gecatcht hat. Unfassbares Video wieder, muss man nicht drüber reden. Da sind Zehntausende bis eher Hunderttausende von Euros wieder reingeflossen. Krasser Vibe, rockig irgendwie an manchen Stellen. Die Stimmhöhe, Stimmlagen, viel besser eingesetzt, viel angenehmer für mich. Typische Apache-Thematik irgendwie, aber geil umgesetzt, man weiß nicht, was einen erwartet. Ich hab Bock auf Kapitel 3 und für mich bis jetzt der stärkste Track, vom ersten Mal hören zumindest, vom ersten Eindruck der 7, die wir bis jetzt gehört haben. Lasst mal eure Meinung gerne dazu da und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, bleibt fresh, ciao!